Viertel. My dear Vera, I'm spending my time in the Institute on long walks in the park. Only here I can find solace. Only in the shadows of the trees. My thoughts are peaceful when I see how the sun brushes the green leaves and the wind covers my face in a gentle, warm blow. The doctors say the worst is behind me. The breakdown was temporary. It's difficult for me to say what triggered this state. I know you'll never forgive me for what I've done. The tragedy that I've contributed to shall never find any justification or explanation. I can only cover it up with madness. But I am aware that this is a pathetic excuse, and I'm not able to hide behind it. I take full responsibility for what happened, and I am prepared to be punished. The doctors, however, say I will probably not leave the Institute. You must know I would rather rot in prison 100 times for what I have done to you. I have to confess, I tricked you. I knew you would never, ever want to hear what I have to say to you. That is why I sent my friend with this letter to your sister, and after a lot of persuasion, she agreed to read it to you. I thank her from the bottom of my heart for this. I'm ending this letter. I want to bore you no more. I love you and believe that someday, hopefully, I will be able to tell you all this in person. Luckily, my friend Anton is by my side at all times. He was the one that went to your sister. I hope this letter finds you both well and in good health. I wish you all the best. Forever yours, Vitali. Ja, ich habe das jetzt nicht durchgelesen. Er hat es ja auf Englisch sogar gequakt. Der eine oder andere kann Englisch, aber wenn ich es jetzt auf Deutsch verstehen würde, was jetzt war, ich habe auch die anderen Geschichten jetzt nicht durchgelesen. Ja, da machen wir mal ganz schnell weiter, wa? Wo ist... ja. Genau. Da, ja, hier ist der Sendemast. Das ist also hier. Und ich hab die ganze Zeit gedacht, das wäre hier. So, weit haben wir es nicht mehr. Wir müssen jetzt hier rüber. Guck mal, 62. Jawohl, 62, 47. Abgehakt. So, 51, 13 ist hier. 51, 30, genau. Dann haben wir alle Standpunkte auf der Karte abgetängelt. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt da wieder rauskommen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich jetzt aus der Tür raus und dann schnell rennen, weil da wieder dieser Golem ist hier. So, okay. Das heißt, hier Sendemast, wir müssen da wieder raus. Dann hier rüber, würde ich sagen, und dann darüber. Das kürzeste Weg. Den müssen wir dann natürlich aber auch erstmal finden. Okay, ich würde sagen, los. Gucken wir mal. Dass man hier hört, dass es windig ist. Kann gar nicht sein unter der Erde. Finde ich irgendwie dumm gemacht. Das müsste eigentlich, müsste das still sein. So wie in diesem anderen Let's Play, was ich auf meinem Kanal habe. Warte mal, wie heißt das? Das ist Bunker. Genau. Der Bunker. Hm. Schönes Spiel. So, weil ein echter Charakter da drin ist. Eine echte Figur. Das sieht so ein bisschen sehr verfilmt aus. Finde ich geil, richtig geil gemacht. So. Boah, krieg die mal. It nearly touched the essence of my understanding, becoming the revelation of truth, when they dragged me down the corridor with my shattered bones.
When they operated on me to observe the misplacement of my organs, when they put the worst nightmares into my head, when they closed me up, put me together again and revived me over and over to test the limits of my endurance. And when finally, after so many years, they told me my wife was dead. Time does not heal wounds. Okay, ich habe irgendwo in irgendeinem anderen Film gehört, dass Zeit alle Wunden heilt. Er sagt ja, Zeit heilt keine Wunden. Jetzt könnt ihr mal drüber spekulieren, was jetzt sein könnte und was nicht. Interessant ist nur, wie kommt dieser Bunker hin? Wieso brennt hier immer noch Licht und unten waren nur zwei Türen? Das eine kommt halt der Schweinemeister raus und der andere Raum war halt zentrale Aufenthaltsraum, was auch immer. Ein komischer Bunker, muss ich sagen. Wie vor allen Dingen kommt hier oben so ein in den Berg reingelegenes Zeug. Okay, ich denke mal, hier oben wird jetzt nichts mehr sein. Hopp. Und hier kann man, glaube ich, auch raus. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo lang wir müssen. Ich denke mal, ich jetzt einfach mal hier rüber. So, da ist jetzt zu. Wahrscheinlich hier rüber. So, das ist, ja. Kann sein, dass ich jetzt hier rum bin. Ich muss gucken. Das muss hier irgendwo, ja. Gute Frage, nächste Frage. Kann das sein, dass ich jetzt falsch gelaufen bin? Da ist der Sendemast. Da hoch geht's nicht lang. Schade, dass ich... dass man da nicht irgendwie hinkommt. Ich bin jetzt beim Masten. Ich bin direkt beim Sendemast. Kann man so sagen. Genau. Ich bin direkt hier. Ihr müsst jetzt vom Masten weg, weil hinter mir wären Gebirge. Da, wo ich jetzt stehe. Das heißt, ich müsste in diese Richtung lang. So. Vom Turm diese Richtung. Hinter mir. Ja, genau. Das ist die große Felsformation. Das heißt, ich muss hier lang. Frag mich, warum ist hier was explodiert oder warum liegen hier verstrahlt diese Metallstreben? War das mal eine Satellitenschüssel? Warum liegen die Sachen so weit weg, frage ich mich. Merkwürdig, merkwürdig. Und da hinten haben wir den grünen Berg. Oh, hier geht es ja ziemlich weit runter. Da unten ist auch diese behämmerte Kirche. Wo wir nie hinkommen werden. Ja, wo bin ich jetzt hier? Wo bin ich jetzt hier? Bin ich hier irgendwo? Muss ich jetzt... Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Ich versuche jetzt einfach mal darüber zu laufen. Ja, das, da komme ich. Das ist kein geheimer Weg. Nein, da komme ich nicht hin. Das heißt, ich muss auf die andere Seite. Ja, voll für den Arsch. Dieser Typ hier. Ja, komme ich nicht lang. Der wird doch gerade lang gelaufen, ne? Ja, genau. Von Sendemast raus, von Sendemast raus weg, das heißt. Hochklettern, oder? Da könnte ich hoch.
Ich dachte, da könnte ich hoch, du mieser Fürst, du. So, von hier bin ich doch gekommen, Freunde. So. Das ist alles und ein der gleiche Weg. Okay, das heißt, ich muss den Weg, den ich gekommen bin, muss ich wieder zurück und dann hinten abbiegen. Also wenn ich jetzt, hier auf dem Weg jetzt hier, dann muss ich die zweite links. So. Würde ich mal sagen. Das heißt, hier jetzt wieder runter. Die zweite links. Ah. Wo bin ich denn hier? Zettel. Oh, modrig. Da oben hängt ein Zettel. Ich dachte, da hängt ihn. Da. Shelter in the tents. Somehow nobody feels like sleeping. We thought someone was passing by on the trail nearby, so the boys went to check it out, but there was nobody there. Maybe it was some animal. Again, I can hear the sounds from the forest. Sturm unterhalten die Atmosphäre in der Umgebung. Okay. Ja, es geht dann halt so eine gute Nachtgeschichte. Wie man sich am Lagerfeuer erzählt, bla bla bla. So, wir haben jetzt einen Zettel. So, das heißt. Hier sind. Warte mal, ich habe hier wieder so einen Dreck auf dem Mausbett, das geht gar nicht. So, da ist der Zettel. Das heißt, wir sind da richtig. Wir müssen aber ja irgendwie drum rumlaufen, weil wir da nicht durch können. Das muss also irgendwie jetzt da mal gucken, ob hier der Weg dran vorbeigeht oder unten her oder so. Oder so. Das heißt, Zettel ist da und warte mal. Wie komme ich denn da unten hin? Wie kann ich das denn umlaufen? Ist ja lustig. Das heißt, ich muss da. Komm ich ja wieder hoch. Ich dachte mir, ich kann aber da unten herlaufen. Irgendwo. Muss ja dann doch. Da geht's nicht weiter. Geht's nicht weiter. Nein. Das hat ja auch so die zweite links abbiegen. Das heißt. Lauf doch einfach mal. Oh! Da geht's aber runter. Aber da könnte man doch runterkraxeln. Oder soll ich das jetzt etwa nicht machen? Ich bin jetzt. Warte mal, wo wäre das denn? Da haben wir den Zettel gefunden. Das war auf der Brücke. So, ich bin jetzt wieder zurück. Das heißt, ich wäre jetzt hier. Oder? Hier. So, wie komme ich auf dem. Da ist ein Weg, aber wie komme ich da hin?
Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier runtergehe, ja, merkwürdig das Ganze ist. Echt merkwürdig. Das heißt, wenn ich da unten wäre, hätte ich dann ein Problem, müsste wieder alles zurücklaufen. Warte mal, ich muss mir das nochmal angucken. Können wir lieber zweimal nach jetzt? Boah, da habe ich den Zettel gefunden. Aber wie kann ich denn da rumlaufen? Das ist voll der Bogen. Voll der Bogen. Hier will ich nochmal umschauen. Auch wenn das jetzt nichts bringen würde. Nicht hoch. Also. Boah, ey. Ja. Runter vielleicht auch nicht. Ja, Hocke. So, ich bin Ende der Brücke. Da. Guck mal, da geht ein Baumstamm rüber. Ich weiß nur nicht, ob wir da rüberkommen. Das heißt, wir müssten irgendwo nach unten oder so weit. Das ist wahrscheinlich da lang. Warte mal. So, ich bin jetzt. Wo bin ich jetzt? Ich müsste jetzt hier stehen. Hinter dem Zettel. Der Zettel war ja an dem einen Pfosten. Und das heißt, ich. Ja. Ich stehe jetzt irgendwo hier. Das heißt, ja. Rechts. Irgendwo muss rechts. Merkwürdig. Ich komme da nicht durch. Ja. Echt mal ein bisschen doof gemacht. Ich komme ja auch. Das ist ganz schön windig, du mein lieber Scholli Schwede. Irgendwie muss ich darüber. Was ist das da oben? Sieht das aus, als wenn da was wäre? Irgendwas Helles da oben, finde ich. Ja. Schade, ich wäre ja gerne da durch. Dahergegangen. Also normalerweise wäre das ja auch eigentlich machbar, ne? Aber er hier. Kann ja nicht mal springen. Gehe ich mal ganz stark von aus, dass er nicht springen kann. Option, Steuerung, Tastatur, Maus, Maus, blablabla, Tastenbelegung. Vorwärts, rückwärts, links, rechts, benutzen, kauern, laufen, Zoom, Karte, Kompass, Taschenlampe, Tagebuch. Was ist denn kauern strong links? Hö? Ja. So, springen ist nicht. Das heißt, ich wäre gerne da durchgeklettert und dann den Hocker, boom, zack, ne, andere Seite. So, damit ist das dann nicht. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück. Das heißt, hier wieder zurück. Ja, aber ich muss ja irgendwie da runter. Ich dahin will. Aber da gibt es nur einen Weg. Aber wie ist ein Weg aufgeführt, den ich nicht finde? Oder ich muss unten runter herlaufen, damit ich da weiterkomme. Das ist ja die nächste Sache. Nur wenn ich jetzt aber wieder zurücklaufe, da komme ich wieder hier oben hin. Es sei denn, es ist wieder irgendein Weg, der nicht aufgeführt ist. Es war so wie die gestrichelten Punkte da. Also gestrichelten Punkte.